ist das nicht mehr? Welche Folge ist da? 32. Okay. Folge Nummer 32. Songs of Leonard Cohen. Natürlich von Leonard Cohen. Von 1967. Sein Debütalbum, wenn ich mich recht entsinne. Das ist so. Krass. Weil da als erste Lied ist ja gerade eines von seinen bekanntesten anscheinend. Mhm. Und das war seine erste Single gewesen. Nämlich Suzanne, aber ich würde noch sagen, wir gehen noch nicht gerade in die Lieder rein, sondern reden jetzt erstmal generell. Das können wir machen. Mhm, du hast vorher gesagt, er war eigentlich vorher ein Schriftsteller gewesen. Ja, also ich habe ein bisschen Geschichten überflogen oder Werdegang. Aber es heisst eigentlich Singer, Songwriter, Schriftsteller, Dichter und Maler. Ja. So wie allem. Und hat er zuerst 1966 einen Kultroman rausgebracht, Beautiful Losers. Okay. Und hat dann ein Jahr später sein erstes Album des Songs of Leonard Cohen veröffentlicht. Charakterisiert wird es so als Folk-Songs. Und ja, da hat ihn dort eigentlich schon international bekannt gemacht und hat dann Karriere, 50 Jahre Musikkarriere gemacht mit Unterbrüchen und Rückzügen. Er ist auch gestorben im 2016, genau. Dann in Los Angeles, du bist von Kanada, haben wir schon gesagt. Nein. Also Kanadier. Ja. Genau, wo es auch, ja, da gehört man nicht in den Lehrer raus, aber wenn, bei zwei habe ich so ein bisschen geschaut, da hat es ein bisschen Einträge, das entstanden ist und dann war es immer schon irgendwo in Kanada, in einem Fluss, das ist zum Beispiel jetzt gerade beim ersten Lied, das ist glaube ich in der Nähe von Montreal, das spielt mit der Suzanne. Mhm. Also es basiert glaube ich noch viel auf Sachen, die er erlebt hat. Ja, das ist auch klasse. Aus seinem Leben und nicht irgendwie sagt, ah, jetzt mache ich mal etwas über das Thema. Ja. Ja, und halt auch von seinen Gedichten. Also ich glaube jetzt zum Beispiel gerade Suzanne ist vielleicht zuerst ein Gedicht gewesen, das er gemacht hat. Mhm. Das ist irgendwie 1966 veröffentlicht worden, glaube ich. Und dann 1967 hat er das Lied gemacht. Oder ist das Lied erschienen halt da mit dem Album. Und ja, man merkt halt auch, seine Lieder sind so sehr gedichtmäßig. Also ich habe es nicht so mit der Struktur, mit dem Refrain und so. Hat es eigentlich gar nicht. Wenig, sehr wenig. Irgendeins hat es. Oder nicht nur eins. Ja, aber es ist nicht so den Strukturen folgend, das stimmt schon. Es ist ja auch vom, es ist ja erzählend. Es ist, mhm, ist jetzt auch nicht so das Gewicht auf die Melodie gelegt. Mhm. Also es hat schon eine, es ist, das ist ein bisschen der Unterschied zum Album. Eigentlich sind die Songs alle sehr ähnlich. Unterscheiden tun sie sich eigentlich, was ist jetzt melodiöser und was nicht. Mhm. Also das Grundgerüst, das ist immer das gleiche. Bei einem hat man noch ein bisschen mehr Instrumente dabei. Ja. Wie bei anderen. Also das Grundding, also der Grundstil ist eigentlich schon immer der gleiche. Ja, und das Grundinstrument ist auch immer halt akustische Gitarre, so ja. Fingerstyle, also jetzt nicht am Strummen. Das ist so das Grundding und eben manchmal kommen noch Instrumente andere dazu, manchmal nicht. Mhm. Also ich habe jetzt nicht angekommen, dass er selber spielt. Ich glaube, es hat da irgendeine Band. Oder mal, so. Das stimmt, nein, das stimmt jetzt nicht. Ich habe jetzt halt nie eine so genaue Besetzung gefunden. Kann ich, habe aber Gefühl, ich habe mir ja jetzt einfach irgendwie gedacht, dass er spielt. Also, er spielt sicher mit, stimmt, er hat im Alter von 13 erlernt, ein Gitarrenspiel. Und er hat neue so Country-Bands mitgespielt. Ja, also, ja, das ist natürlich. Ja. Aber es sind ja teils mehr wie eine Gitarre. Ja. Und es hat noch Background-Sängerinnen. Mhm. Also da ist irgendwie so wie eine Band.
dann gleich noch dabei gewesen. Bei teils Lehrer. Ja, genau, aber so er und Gitarre sind halt, also sein Gesang und Gitarre sind halt er. Wir können ja gerade mal bei Suzanne anfangen. Ja. Und eben da ist echt da mit der Gitarre so Fingerstyle und wie du eigentlich auch gesagt hast, kommen dann auch noch so. So chormäßige Background-Sängerin oder allgemein einfach Background-Gesang und auch noch Streicher. Und da, wie auch bei ein paar anderen Liedern, ist es eigentlich so: es ist so Gitarre und dann kommt man so der Chor, dann geht wieder Chor, dann kommt so Geige, dann geht wieder Geige und so. Es ist weniger ein Aufbau, sondern einfach irgendwie, es kommt halt so einzeln dazu meistens. Ich Du, das ist habe auch etwas, was sich ein bisschen durchzieht. das Gefühl Also ein bisschen ähnlich, also dass sich bei einem wechselt sich das also ab, können wir sicher dann nachher noch drauf. gehabt. Ja, das stimmt. Was nicht hat bei Suzanne, und ich meinte auch, nein, das stimmt nicht, vor allem bei Suzanne und bei vielen anderen, hat kein Schlagzeug. Ja, ich weiß nicht, Also ob sie der überhaupt mal hat. muss hätte mal. Okay. Aber wir merken es dann, es ist vielleicht bei ein, zwei von diesen C-Liedern. Weil so der Grundrhythmus kommt auch gleich zu der Gitarrespieler schon so recht schnell. Ja, Also nicht. es ist halt immer so ein bisschen das Gleiche sozusagen. Ja. Dort halt dann, ja, da gibt es halt so den Rhythmus vielleicht. Weil, ja, es ist halt so eine Wiederholung von dem Fingerstyle-Picking. Also halt, ja. Jetzt da beim Text, also das war ja so ein Gedicht gewesen, und da es halt so Gedicht sind und der Dichter ist, sind die zum Teil manchmal, also da geht es jetzt mal, aber bei manchen Liedern habe ich viel schwierig gefunden, so etwas interpretieren. Weil er erzählt halt schon so, ja, das, dann siehst du das, aber ich denke mir so, okay, aber was heisst das jetzt insgesamt? Und da ist jetzt halt einfach über so die Suzanne, wo eben, wie du gesagt hast, ja, von seinem echten Leben, also die kennt, der ist auch nur jemand inspiriert, den er kennt. Irgendwie so, Frau oder die Ex-Frau von einem Kollegen. Und ja, hat halt so wie aus dem echten Leben in das Lied übertragen. Genau, und die meinen so in den Haushütten am Fluss oder am See, am Wasser oder war, glaube Ich glaube, im Fluss. ich. Montreal ist auch am Fluss. Das würde passen. Ja. Hat aber dann mal noch so ein Vers ist wahrscheinlich ja dann gleich. Jetzt geht es irgendwie um die Jesus. Oder ist das eben dann Ah ja, genau. halt nicht so? Was ist Ja, denn Umschreibung? Ich weiß es nicht. kann ich. Oder so Jesus mit. Weil nachher Er geht ist es ja wieder so. um zu sehen. Ja, ich weiß nicht. Sie hat einfach irgendwie kurz so. Ja, Jesus ist irgendwie bei einem Watchtower oder so, glaube ich, oder irgendwo bei mir und dann irgendwas von Menschen ertrinkt. Also nur die, die ertrinken, gesehen und ich weiß nicht ganz. Und dann hat sie gesagt so, all men will be sailors. Ja, genau. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das da bedeutet. Ich auch nicht. Da bin ich nicht so gut, also kann ich. Vielleicht wird mir so viel mehr Zeit nehmen. Ja, man muss sich, glaube ich, sehr viel Zeit nehmen, habe ich das Gefühl. Ja. Interessant wäre es schon noch. Also, hat mich Ja. so eigentlich noch angesprochen da. Das fände ich noch geil in der Schule, wenn man einfach so irgendwie mal ein Lied würde nehmen und dann zwei Lektionen im Deutschunterricht oder Englisch in dem Fall so wie drüber reden und halt so tief eingehen und interpretieren und länger behandeln. Weil das macht man auch schon in der Schule. Mir jedenfalls, aber das sind halt eher ist halt Literatur und weniger Lieder. Aber da, glaube ich, bei der Suzanne geht es jetzt so rum, das ist, glaube ich, so eher eine Muse. Also inspiriert in eigentlich
geistig. Ja. So wie ich es verstanden habe. Ja, er hat aber eine platonische Beziehung mit ihr gehabt. Ja, eben. Also, ja. Passt. Ja, ich finde, also ich habe zwei andere besser gefunden. Aber der hat so ein Okay. halbes Herz lieber. Ja, ich. Er meint so eine ruhige Atmosphäre. Ja, Er hat auf schafft den einfach wie Song viele so Lieder. verträumt. Ja, ein anderes, es kann auch düster sein. Ja, stimmt, aber ich meine, Aber aber ich habe das Gefühl, viele haben noch, also jetzt zum Beispiel alle haben so wie eine friedliche Atmosphäre. ja, der Trend ist immer so, ja. Das stimmt. Also die habe ich auch gut gefunden. Die Song. Weil der nächste, wenn wir weitergehen, Der Master Song. Master Song, genau, den habe ich jetzt eher düster gefunden, so ein bisschen. Weh, ah, jetzt ist er vorbei. Also, es drängt dich irgendwie weh, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, es hat auch ein bisschen schnellere Fingerstyle. Und zwei Gitarren, wenn ich mich nicht irre. Sicher noch eine E-Gitarre aufgeschrieben und Streicher. Genau, E-Gitarre auch noch. Aber ich glaube, es ist eben so die eine Gitarre, die so schnelle Fingerstyle macht und dann irgendwie im linken Ohr noch so langsam eine andere akustische Gitarre auch noch so ein paar Töne macht. Gut, das links-rechts ist mir jetzt aufgefallen. Ja, das ist Es halt ist auch so ein einfach. bisschen Spielart in dem Album, aber da ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe so die Trompete mit dem Dämpfer gehört, und das ist ein Ja, Blasinstrument. da habe ich erst so gar nicht gecheckt, was es ist. Aber gegen Schluss vor allem habe ich es gemerkt. Da ist halt wieder da, was ich beim ersten erwähnt habe, es ist halt so, der Zeug kommt wie nacheinander. Also erstens kommt die Trompete bei ca. 1,30, dann eine E-Gitarre bei 2 Minuten ca. Und dann bei 3,25 ca. kommt nur eine Geige. Oder mehrere, ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube mehrere. Also ja, halt so einzeln und nacheinander. Und da weiß ich nicht so recht, um was es gegangen ist. Irgendwo hat jemand gesagt, etwas mit der Achille. Ich weiß nicht, kann sein. Würde vielleicht noch passen, weil er ist halt öfter so religiöses Zeug. Ja. Das Religion kommt öfter vor, Ja, also. aber wenn er es genau dann meint oder ja, wenn er dazu steht, weiß ich nicht, habe ich herausgefunden. Also, you met him at some temple where they take your clothes at the door. Irgendwie hat er gesagt, so, ja, Tempel ist ein Kirche. Aber schön ist etwa. Ja. Tempel kann halt so viel sein. Aber geht jedenfalls mal in die Richtung. Und da finde ich es halt auch, aber wenn ich jetzt nicht ganz check, so was die ganze Story ist oder das Thema, ist ja halt trotzdem nett zum Hören, weil es ist halt sehr visuell, dann hat mich so die Erzählung. Man hat halt so das Gefühl, so, ja, da passiert irgendetwas, wenn man jetzt nicht weiß, was. Also, weißt du, ich meine, es ist ja so sehr erzählerisch, wie wir halt vorher gesagt haben, ja. Ja, wenn wir jetzt, also, wie lange geht Ja, der geht fast 6 Minuten. der ist lang, aber wenn du jetzt eben auch den Text anschaust, ist viel Text. Also, er erzählt viel, es hat keine Wiederholungen, da hat es jetzt Ja. eben nicht einen Refrain im Sinn. Es ist einfach, Ja, halt es sind so auch. drei Blöcke. Vom poetischen Ja, genau. her halt. Wie ein Gedicht. Vom Gedicht her ist das richtig. Ja. Ich habe es ein bisschen beklemmend düster gefunden. Also, es ist nicht so entspannend wie andere. Das stimmt. Nummer 3 ist Winter Lady. Und da habe ich gelesen, dass da bei dem Film McCabe und Miss Miller mit noch zwei anderen Liedern im Soundtrack vorkommen ist. Und den Film habe ich so gesehen im Fall. Und ich habe nicht so gerne Westerns, habe ich irgendwie das Gefühl, weil die habe ich mega langweilig gefunden. Und alle lieben die, und ich mir so denke, I do not care. Auch wenn ich so andere Filme von dem Dude gut finde. Also Robert Altman ist da, glaube ich. Okay. Und da ist halt, glaube ich,
Also wenn man jetzt liest, dann hat man so das Gefühl, es geht halt um eine Prostituierte oder um ein One-Night-Stand. Und das ist halt so, ich nehme mal, der hat dafür den Film halt geschrieben mit dem Wissen, um was der Film geht. Weil dort hat es halt ein Bordell, um das so halt geht. Ja. Und so eine von der Hauptfiguren ist halt so eine Prostituierte. Und bei dem Film ist er erst von 71. Und das Album ist, wie haben wir gesagt, 67. 67. Aber irgendwo ist so, es hat so mega so tönt, als hätte er dafür da geschrieben. Ja, wirklich. Also in der Research. Also in der About Section. Wenn man es da liest. Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch nicht so. Dann wäre es einfach so ein crazy Zufall. Aber Ja, wäre ich auch schon ein das nicht. riesen Zufall. Ich weiß ja nicht, wie lange die Production war, der Film. Ja, man weiß es auch Und nicht. wie viel vorher ihm schon gesagt wurde, ist ja, mach mal diese. Ja, der ist relativ kurz im Vergleich zum vorherigen, der fast 6 Minuten gegangen ist. Der hat jetzt 2 Minuten 17. Ich führe aber auch noch Querflöte vor. Und ist allgemein melodiöser. Kein Schlagzeug, glaube ich, hat nur Gitarre. Ja. Ja. Also Gitarre, Querflöte. Aber Querflöte ja nicht immer. Ja. Ist ja wieder der Trick. The next one. Ja. The Stranger Song. Das hängt auch wieder mit einem Film zu. Das sieht durch irgendeinen Film inspiriert. Da ist jetzt aber ein Film, den ich nicht kenne. Plus, der kommt auch in McCabe und Miss Miller anscheinend vor. Und da ist, glaube ich, jetzt sogar nur Gitarre. Kann das sein? Habe ich mir mal so aufgeschrieben. Ich habe auch. Und sehr schnelle Arpeggios, also die aufsteigenden, was wiederholende Töne. Ja. Das ist so Charakteristik, ja. Also eben, es ist nur Gitarre, aber du hast die anderen Lieder halt zum Teil auch. Ich weiß, kann ich. Die anderen Lieder haben halt schon noch andere Instrumente, vielleicht zum Teil. Aber die sind halt auch nicht immer da und meistens dann eben nur ein zusätzliches Instrument zu der Gitarre an einem Zielpunkt. Du, da ist jetzt nicht so mega der krasse Kontrast, wenn du jetzt da los ist, wo nur Gitarre hat. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, so, oh, da ist der ein Song ohne Gitarre, der tönt so viel gar nicht langweiliger oder rausstechender als die anderen durch da. Es passt halt eigentlich. Ja, das stimmt. Also wenn es nicht so mega das Gefühl, das ist so, da fehlt so mega etwas. Und da hat es auch mega viel so harte Spiel, Poker, Erwähnungen. Und das ist ja, glaube ich, von dem Film. Genau, basiert irgendwie 1955 Film The Man with the Golden Arm. Und da geht es irgendwie Ja, also ich nehme mal das harte Spiel ist so wie eine Metapher für ja, hartes so eine Spiel Beziehung. und Card Game and Trains. Okay. Das fünfte wäre dann Sisters of Mercy. Ebenfalls in McCabe und Miss Miller. Und die haben auch noch ein außergewöhnlichere zusätzliche Instrumente als andere Lieder. Also das eine eigentlich nicht ganz gewiss, was ist. Und das andere ist, glaube ich, Akkordeon. Ich hätte jetzt auf ein Akkordeon tippt. Also meine akustische Gitarre, Akkordeon. Ziemlich Und sicher. Man hat so Perkussionssachen. Ich habe mal das ja, das Gefühl, ist halt, die Flasche. ich habe einfach geschrieben, Perkussion-Dinger. Ich weiß nicht, was ist. Es Es hat klingt so ein vielleicht bisschen. Verschiedenes. Nein, man hat das Gefühl, es klingt wieder wie so eine gestimmte Flasche. Das kann sein. Also so Kling-Kling-mäßig. Also so Ja. angeschlagen, oder? Schöne Das könnte noch gut Melodie. sein. Und da jetzt sind wir mal so ein Effekt und der Background, der wandert mal vorbei. Also der
Geht sie von links, wenn du den Kopfhörer hörst, hörst du so, geht von links, geht er nach rechts. Also wie wenn es vorbeigeht. Oder sich der natürlich fix ist und der Hörer bewegt sich. Ja. Was da aber noch, also nicht jetzt nur da, wo ich weiß gar nicht überhaupt da, aber da ist mir jetzt auch gerade eingefallen, wo du da Panning erwähnt hast. Du hast halt so altes Album ist und kann ich vielleicht halt auch nicht so viel Geld gekostet hat, nicht so krasses Studio war, wenn es sein Debüt ist und so noch relativ simpel gehalten. Es ist manchmal ein bisschen die, da, weißt du, so, es ist so die ganze Zeit links und dann geht so für eine Sekunde irgendwie so ein bisschen so überall wieder zurück. So Sachen. Da ich halt das Gefühl, ist nicht gewollt. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die hören absichtlich so Alben von dieser Zeit, dann Mono. Ich glaube, damals Okay, ja, ist kann ja auch sein. viel Alben Mono gelaufen. Ich weiß es nicht ganz. Ist das, wie alle wieder vorher, ist das noch nie gewesen und da hat es mich jetzt so bewusst und wieso, keine Ja, Ahnung. das kann auch sein, dass es bewusst ist, ja. Aber da ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja, da ist. Hast du noch etwas zum Text? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe wieder nicht so durchs schlau geworden. Also schön, aber krank. Ja, es gibt, es ist das auf Mercy, das ist. Das ist eigentlich eine religiöse Gruppe, wo kranke Arme und unbehinderte Leute hilft. Ach so, das Aber ich glaube, gibt er es meint nicht die. Das ist das nicht. auf Ah, ja, Mercy. das. Ich glaube, das ist immer wieder der Witz. Ja, da werden ja einfach Schwestern der Gnade, das kann ja irgendwas sein. Für mich hat es so ein bisschen Ja. irgendwie nach Engel tönt. Ich weiß, also jetzt nicht irgendwie durch den Text hineinhalten, aber einfach wenn ich Das höre, sind. Sisters of Mercy, denke ich irgendwie, kann ich so drei Heilengel oder so. Also, wenn ich auf gelesen habe, ist also, er sagt, er hat, das ist der einzige Song, den er in einer Sitzung, in one sitting, also in einem. Ja, in einer Session Ja, sozusagen. geschrieben hat. Melodie ist schon länger gehabt, aber der Text ist eigentlich in einer Schneesturmnacht. Ist er irgendwo in Edmonton und dort hat er zwei Frauen irgendwie aufgelesen, die Tramper haben wir gesagt, also die oder Autostopperinnen. Ah, Hitchhiking so. Genau, ein Auto, genau, da ist jetzt echt Pennanhalter auch. gefunden und die haben halt irgendwie Bleibe gebraucht und dann sind die. Hat er die zu sich im Hotelzimmer und dann hat er die eingeladen. Und die sind so kaputt, sie sind gerade eingeschlafen und er ist irgendwie Nacht und ist ihm dann der Text in den Sinn gekommen. Und da hat er auch, oder? When I left, they were sleeping. Also, es, irgendwie finde ich, wenn du da weißt, hat es im Text so also Anspielungen. Zu dem, was passiert ist. Also, da, wo ihn dazu gebracht hat, den Text zu schreiben. Das Ja, Ereignis. man kann sich dann so vorstellen, wenn er so dort sitzt und dann so, ja, das ist gerade passiert, dann jetzt tut das irgendwie verarbeiten. Und da ist aber irgendwie, es hat alles so einen religiösen Touch. Also nicht nur Sisters of Mercy. I made my confession to them. Würde ich jetzt also. Ja, stimmt. Confession, also Beichte ist ja auch so in der Kirche. Und Sisters ist ja auch so, kann ich, wie der Mönch und der Nonne sagen ja auch so Bruder, Schwester. Hat schon noch immer so ein bisschen da. Ja, und was mir einfach, es ist auch da, sind eigentlich einfach vier Vers. I hope you run into them. Das ist, der Anfangssatz kommt ein paar Mal. Also, halt, wenn du quasi die Hilfe brauchst, dass du dann in die Sisters of Mercy. Dass du ihn triffst. Okay. So im Stil. Habe nichts verstanden. Ja, also den finde ich ganz gut. Ja, das ist gut. Das stimmt. Nummer 6 ist dann So Long, Marianne. Und das ist. Das ist recht rausstechend. Weil die ist so bös gesagt. Oder nicht bös gesagt, einfach blöd gesagt. Ein
ein normales Lied, weißt du mal. Weil er singt so, also in den anderen Liedern singt er so sehr so Redelautstärke sozusagen. Und da ist wirklich so laut singen, so wie stärker mit mehr Kraft und einfach ein bisschen lauter. Und da habe ich das Gefühl, die Gitarre ist nicht mehr so am Fingerstyle, sondern auch am Strummen. Das stimmt, ja. Dann hat er so den normalen Aufbau. Ja. Also, jetzt dann der wiederholende Teil vom Refrain. Und auch mehr Instrumentation als andere Lieder. Ja, da hat sich am meisten, was ich habe gehört, die Streicher, auch Perkussion, verschiedene. Es hat einen E-Bass da. Eine Mundharmonika. Echt, ich habe nicht gehört. Background Vocals, sie sind auch immer wieder dabei. Also Genau. die gleiche Frau wie die Suzanne, glaube ich. Kann sein. Eine Mandoline habe ich noch gehört. Mandolin ist ein Nein, Streichinstrument. das ist Oh. ein. Mandoline ist, ich sage jetzt mal, italienische Gitarrenart, so ein bisschen klein. Und da Aha. tust du eben dann, also du machst die Saiten, tust ganz schnell immer wieder Okay. anschlagen. Also gibt es so ein Trrrr gefasst. Und du tust dann aber Töne ja wechseln. Und dann hörst du gerade, also und du weißt auch, das ist eine Mandoline. Ich Das ist glaube, ich ein weiß was. typischer Sound. Ja. Wenn du willst, wie Bella Italia, dann machst du so ein Ja, okay, ja, ich Mandolinenmusik. weiß Und jetzt dann. was. So. Ja, und da ist ein Schlagzeug. Also nicht nur Perkussion, sondern wirklich so ein Crazy. Drumset. Da jetzt aber so ein aufbauendes Gefühl gehabt. Also, Ja, aber es ist so das normalste das Lied kommt immer ein bisschen sozusagen. mehr dazu. Ja. Und dann verschwindet es auch mal wieder. Und dann kommt es wieder dazu gegen Schluss. Schon dort ein bisschen mehr gemacht, ja. Der Text, was sagen wir, autobiografisch, glaube ich. Das kann sein. Aber, also ja, die Marianne hat es auch echt gegeben. Genau. Ist eine Freundin von ihm, also so wie das dort gestanden ist, aber auch so platonische Basis eher. Und ich weiß jetzt nicht ganz, warum er der Tschüss sagt, weil er ist ja so long. Marianne. Aber ja, ist halt so über die. Oder. Was hast du da? Ja, nice, mehr habe ich eigentlich nicht. Das ist halt auch nicht so cool. Ja, das die Marianne jetzt echt gegeben. Mein Track dem Und autobiografisch. ja, also verstehst du schon so, weil sie immer zusammen waren und dann, wenn sie Ah, sich doch, okay. unfinished in a year or so later. Also, nein, er meint einfach etwas anderes. Ich habe es irgendwo gelesen. Naja. Ich war aber auch Muse gewesen, ja, das stimmt. She gave me many songs. Ja, da hat es noch ein paar Leute da. Ich glaube, drei Muse sicher auf dem Album. Wenn wir dann noch weitergehen. Ja, also nicht vor Oder allem drei so vom Bekannte. Gesamtaufbau. Nach einem frischen Leben hat es mal halt so den normalen Aufbau. Oder Struktur von einem Lied. Ein kurzer, eingängiger Refrain. Habe ich gut gefunden. Ja. Das nächste ist Hey, that's no way to say goodbye. Und irgendwie ist mir der bekannt vorkommen, irgendwie auch nicht. Und am Schluss habe ich mir gedacht, vielleicht ist mir auch bekannt vorkommen, weil er ähnlich ist wie Suzanne. Genau. Es ist mir aber auch gerade gegangen. Also, die ersten paar Texte, dann gefunden, das klingt jetzt genau gleich wie Susanne. Dann bin ich aber schon zu Susanne. Und das ist wirklich sehr ähnlich. Ja, da aber irgendwie ist mir der Titel trotzdem bekannt vorkommen, aber Klar. ich weiß es nicht. Nein, den Aber Titel ich hat man glaube, es nicht war echt gesehen. einfach nur wegen Susanne. Der Unterschied, also es hat mehrere Gitarren, wieder akustische und ein E-Bass, bin ich der Meinung, ich auch noch gehört. Okay.
Das haben wir, glaube ich, so sehr nicht, aber es hat auch den Background-Gesang, da haben wir ja auch so sehen. Ja, Das sie haben so stimmt. eine Gemeinsamkeit. Ich habe das Gefühl, da habe ich nur eine Maultrommel gehört. I don't know, Das maybe. ist so ein Bang, so ein Aha. komisch. Glaube ich also. Da machst du eine Tonänderung mit dem Maul, also musst du irgendetwas ins Maul nehmen, so eine Feder schnappen lassen. Und je nach Maul Größe, die du gerade machst, klingt es anders. Krass, das Ich habe nicht Action, so ne? Zeit, also ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Ich bin auch nicht 100% sicher, ob es das ist oder vielleicht irgendetwas anderes. Ich muss mich mal daran erinnern. Als achtes ist Stories of the Street. Und da Lied habe ich sehr, das hat so eine sehr pessimistische Atmosphäre gehabt. Habe ich das Gefühl gehabt. Vor allem, wenn man den Text halt anschaut. Also, wenn ich so den Titel gehört habe, habe ich mir jetzt so vorgestellt, wie irgendwie so als außenstehender Betrachter so schaut da irgendwie unten auf der Straße passiert, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das so genau da ist, was im Text dann ist. Aber im Text jetzt halt so irgendwie, da steht zum Beispiel: The cities, they are broke in half and the middlemen are gone. Und why are the armies marching still that we are coming, that we're coming home to me? Also so allgemein irgendwelche Probleme oder halt nicht gute Sachen. Okay, nicht gute Sachen tun einfach so blöd, aber du weißt, was ich meine, ist halt einfach nicht so happy. Ja, ich bin jetzt da nicht so auf den Text eingegangen, hast du aber gerade etwas in den Sinn gekommen. Weil dann Dann muss ich schnell checken. Spanischer Nein, Bürgerkrieg. das war viel zu früh gewesen. Aha. Hast du Das war ja gedacht. vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja, das ist Weißt du, das ist früher. ein, also bei einem ist auch, heisst es, in Griechenland gewesen, also einmal irgendwo in den 60er Jahren mal in Europa gewesen. Und er redet ja eben, am Anfang geht es mit Spanien. Aber es kann auch jemand anders sein. Es kann natürlich auch, man redet natürlich zum Beispiel in vielen Teilen auch Spanisch, also auch in Südamerika. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo es angesiedelt ist, das Ganze. Ich auch nicht. Der nächste hat auch so ein bisschen unangenehme Aura, würde ich sagen. Also da habe ich mich so ähnlich gefühlt, wie du beschrieben hast, bei Master Song. Und das ist Teachers. Ja, der hat schon die Atmosphäre. Da war es ganz schnell gespielt, die Gitarre. Auch zwei. Oder zwei macht das auch recht nervös. Ich hatte auch das Gefühl, es ist irgendwie eine Chiletonart oder so. Einfach, da gibt es mal nicht Aha. Standard, Moll oder Dur. Okay. Also muss nicht sein, ich habe es nicht analysiert. Ja, ich auch nicht. Aber wenn man da mal schnell gegen Schluss ist, muss man sehen kann. Gut, sind nicht mehr die gleichen zwei Töne, und er singt. Ja. Und Und das das ist ein. hat mit Chile zu tun. Nein. Ich tue es so über die Gesamtharmonie. Die zwei Töne sind, glaube ich, im Halbton auseinander. Schärf, ja, ein bisschen außergewöhnlich. Oder heisst es, löst irgendwie. Oder sonst tut ja. Hast du so eine Melodie und da hat er schon mal so vielleicht Dissonanz drin, aber da löst sich wieder auf. Also, da ist ja der Hörer
Wollte am Schluss irgendeine Auflösung. Aber wenn es jetzt im Moll ist, das kann ja so kulturisch schwer sein, aber am Schluss muss das wieder stimmen und vielleicht macht er das bewusst da nie. Und Ja, und das regt dich auf innerlich. das wäre halt auch Es passend zu gibt. dieser unangenehmen, zu dem Feeling. Genau, es gibt so die Geschichte oder das Gerücht, dass ein Pianist gespielt hat und irgendwie auf einem blöden Ton aufgehört hat. Dann hat er nicht können schlafen, dann musste er aufstehen, das Klavier und also den Schlussakkord spielen, dann hat er können schlafen. Ja, hast du Teachers? Hast du denn dort noch textlich etwas zu bemerken? Ehrlich gesagt nicht. Du? Nein, ich auch nicht. Ich bin nicht intelligent genug, um das so komplett durchschauen. Ja, dann kommen wir schon zum letzten. Ja, one of us cannot be wrong. Und da haben wir die dritt ersichtlich Muse, nämlich über den wir schon kennen, nämlich Nico. Ja, die kennen wir von Velvet Underground. So ist es. Weil er sich sehr verliebt in sie war. Aber sie hat ihn abgewiesen. Oder ist jedenfalls nie, das ist nie etwas geworden. Oder? Und sie hat ihn aber auch inspiriert, Lieder zu schreiben. Oder? Unter anderem da. Ich weiß noch nicht, inwiefern. Aber das ist auch gestanden, so, ja. Nico. Genau, das steht da. Das habe ich gelesen. Ja, und das ist eigentlich einfach Gitarre, aber dann auch wieder mit Flöte und also so Pfeife halt. Das ist nicht Pfeife als Instrument, sondern so eher mit seinem Maul halt am Genau. Pfeifen. Mit Flöte ist aber, glaube ich, eine Blockflöte. Okay. Hat für mich jetzt nicht so eine Querflöte gedacht. Das kann gut sein. Dann hat es aber gegen Schluss ist im Hintergrund so Gesang, aber ohne Ja, Text. so ein Wie nennst Duo. du da? Vocalizing. Vocalizing, das geht dann aber so Geschrei und fast so Brüllen über. Ja, so la la la, irgendwie die Melodie machen, glaube ich. Und dann, ich glaube, die läuft so ums Mikrofon nur rum oder Ja, die im Raum bewegt halt rum. sich, genau. Und dann ist dann einfach fertig. Also, das ist noch ein bisschen komisch ausgesehen. Weil ich weiß nicht, also, kann mir wissen nicht, wer der Dude ist. Ob das der Leonard war. Ich glaube nicht, ich Ich weiß weiß jetzt nicht. nicht. Vielleicht haben sie es einfach so aus Versehen halt aufgenommen und dann, weil irgendwie der Putz tut sich denkt, also irgendjemand. Und dann sich denkt, cool, das tun wir aufs Lied. So habe ich es mir vorgestellt, dass es uns so, oh, schau, was wir aus Versehen aufgenommen haben, wo du keine was gemacht hast. Ja. Kann sein. Ja, ist der Leonard Cohen. Mal nicht Halleluja. Ja, das ist funny, dass er Halleluja gemacht hat, aber so, also er hat das Original gemacht, aber niemand, also keine Xenia ist so viel weniger bekannt als da die anderen. Ja, sie ist halt auch in seinem Stil. Also, ich glaube, Ja. alle anderen Versionen sind ein bisschen schöner, ein bisschen melodiöser. Ein bisschen harmloser. Und Zini ist jetzt halt mehr auf die Aussage und den Text Ja, also wenn man jetzt auch bei mehr den anderen Liedern Rest Texte drin. schaut, dann passt es irgendwie einfach schon mehr, wenn man jetzt da die Leonard Cohen-Version hört, irgendwie es passt so mehr in seinen Stil, als dass jetzt irgendwie so eine riesige Hymne ist fast. Auch wenn die Version halt auch ikonisch ist. Aber ja, das ist ja nicht auf dem Album, sondern auf irgendeinem später. Aber ja. Ja, ich habe es jetzt da spannend gefunden. Also, es ist sicher ein textlastiges Album. Ja. Da hat es mich jetzt aber irgendwie Wunder genommen. Oder da hätte ich jetzt den Antrieb, zum einfach versuchen, mehr dahinter zu schauen, hinter den Text. Wir haben ja auch schon ähnliche Alben, glaube ich, gehabt. Weißt du, was es war? Und Wow, wo textlastig ist. ja, oder auch so ein bisschen im Gedicht.
Panic to Pimp a Butterfly. Ah, ist es nicht mehr. Das hat's mir einfach. Also da stimmt es so rundum, das findest du auch, da wollte ich jetzt mehr wissen. Und da hat es jetzt so geschafft bei mir, dass Heißt, du man willst nicht nicht mehr gleich. über Rassismus in Amerika wissen? Nein, es ist ein anderes Album, ich weiß nicht, was es ist. Ich Ein habe das auch anderes nicht Album. vorbereitet. Ja, wir haben da ja alle Alben aufgeschrieben. Meinen Sie vielleicht The Velvet Underground oder meinen Sie In the Aeroplane Over the Sea? Nein, ich glaube nicht. Aber Also das vielleicht haben wir ähnlichste ja Album nur. ist eigentlich noch Blue. Vielleicht haben wir ja nur sonst mal darüber geredet. Das kann auch sein. Ja, das Vielleicht. stimmt. Blue wäre ähnlich. Ist halt auch Da ist voll. jetzt einfach das halt so entstanden, dass. Also spüre ich jetzt einfach, das ist da stimmungsabhängig. Das ist auch mal da. Da nehmen sich mal jetzt Wunder, oder? Man mal ein bisschen, kann man sich mit, mehr damit beschäftigen. Das habe ich eigentlich mal jetzt noch cool gefunden. Eben, kann Zufall sein. Aber das hat der Leonard Cohen jetzt so geschafft. Was ich auch finde, ist, wenn wir jetzt gehabt sind, fröhlich ist vielleicht das Falsche, aber es wirkt irgendwie Friedlich. friedlich, ist eigentlich gut. Es gibt so eine Atmosphäre. Es gibt aber nichts dazwischen. Also der Ausschlag ist relativ groß, das Gefühl. Also entweder sehr friedlich oder es ist sehr schwermütig. Ja. So, kann man sagen, das ist vielleicht auch noch etwas Typisches. Jo. Mhm. Und mal schauen, 2 bis 3 Lieder behalte ich mir schon auf. Ja. Also ich habe immer Gutes von Leonard Cohen gehört, aber ich habe es auch nicht wirklich gehört, oder? Seine Lieder. Aber du hast immer gesagt, die kann ich singen. Und da habe ich immer gedacht, ja, kein Bock, den hören. Aber andererseits sagst du, Ja, Bob Dylan kann ich singen, aber er ist egal. jetzt nicht der Freddie Mercury, Ja, das also. stimmt schon, aber irgendwie habe ich so nie Bock gehabt, das zu hören, aber jetzt habe ich es gehört Okay. und Nein, ich glaube, das Gesamtprodukt stimmt dann, ja. oder? Ja. Was ja wichtig ist. Vielleicht müssen wir dann nochmal Bob Dylan Ja, müssen hören. wir schon mal, ja. Ja, weil dort sagt er auch, den kann ich singen. Ja, aber eben, das ist ja auch, muss ja nicht unbedingt Ja. Opernsänger sein. Das stimmt. Das ist nicht unbedingt nötig. Ich finde die Stimme von Leonard Cohen interessant und der nervt auch nicht irgendwie durch ein Album durch. Und der hat jetzt nicht einen riesen Stimmumfang oder ausgebildet, aber das spielt jetzt eine Rolle. Ja. Und wenn man wirklich mal Bob Dylan macht, weil dort finde ich eh, das ist Seine Stimme. seine Stimme ist jetzt ein Da gegagst kommt oder es aber auch so. aufs Album drauf an. Das kann gut Ich finde, sein, es gibt aber Alben, das ich. ist so also mega so. Nee, 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 nee. Und dann gibt es Alben, wo so gar nicht ist. Ja, eben. Drum, und ich kenne vielleicht nur so wie. Ja. Und das ist schon ein bisschen. Müssen wir halt schauen. Ja, dann müssen wir wirklich mal schauen. Ah, nicht das nächste Mal, sondern wann machen wir das nächste Das Mal? nächste Mal machen wir Album von den Kinks, nämlich Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1. Geiler Name, ich weiß nicht, ob es Part 2 gibt. Aber da Auch kenne nicht. ich einfach zwei Lieder. Und das eine kennt jeder, nämlich Lola, und das andere ist Strangers, und das finde ich very nice. Plus ein Kollege hat mir gesagt, die Kinks sind sehr cool. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, ja, los mal das mal. Das machen Ja, da einfach sagst du mal. Da wir. Ja. ist dann halt auch, ich habe es gemerkt, wir sind so mega irgendwie um 70 und immer gerade am Chillen. Obwohl es geht. Aber jetzt sind wir Tears for 60 Fears ist gewesen. 80er gewesen, dann Ja. Ramones 76 und jetzt 67 und jetzt 70. Aber dann können wir irgendwie das nächste Müssen Mal schon mal noch ein etwas Neues quasi. bisschen Neues machen, genau. Aber jetzt Nummer 33 ist so wie Yes. immer bestimmt. Ja. Ja. Dann wünschen wir eine schöne Woche. Das wünsche ich mir auch bis dann. Tschüss.